Jo Leute, gestern war es nun endlich soweit und damit ein herzliches Willkommen. F1 2021, der erste Trailer wurde geleakt und auch das Release-Date, 16. Juli, wurde endlich bekannt gegeben. Drei Tage vorher, also am 13. Juli, können die Vorbesteller auch vorbestellen und natürlich ist dies das Spiel auch für Xbox Series X und PS5 für die ganzen Next-Gen-Konsolen auch erhältlich. Es gibt viele Neuheiten, aber wir gucken das erstens mal auf die ersten Bilder. Nein, Spaß. Wir gucken jetzt das erste Mal auf den Trailer und also hier mal eine Lampe. Ziemlich cool. Ich hoffe, das ist auch dann vielleicht auch gleich der Vorspann. Aber sehr nichts sagen, muss man sagen. Erinnere mich ein bisschen an Formel 1 2010. Da gab es ja auch so ohne richtige Headliner, also ohne so richtige Personen im Trailer. Aber ich habe schon ein bisschen was erfahren. Ich werde auch die Tage ein Video hochladen über die Wünsche, die ich mir so stelle. Ehrlich gesagt, Icons und so weiter werden da auch im Video vorkommen. Aber wir schauen uns das jetzt mal an. Hier haben wir schon. Das ist Vettel, oder? Sollte, glaube ich, Vettel sein. Also man sieht so ein bisschen in Stein die ganzen Leute. Fahrerisch. Das ist ziemlich cool gemacht, muss man sagen. Ein bisschen ganz was anderes. Das Game wird auch dieses Jahr von EA Sports, also von den Machern von FIFA, produziert. In Auftrag von FIFA ist es, also von EA. Aber produzieren und entwickeln tun es immer noch Codemasters. Aber natürlich gibt EA da schon noch auch ein bisschen ihren Senf dazu und ihre Vorstellung dazu. Und das kann auf jeden Fall entweder gut oder eher schlecht dann für uns ausgehen. Ein Unfall hier, mega. Wow, schaut euch das mal an. Ich hoffe, da kommen die Tage noch ein paar mehr Videos. Hier haben wir dann die. How far will you go? Und das ist eine gute Frage. Du willst Respekt, dann musst du auch Respekt zeigen. Before you reach. Schaut euch das an. Mega, und das löst bei mir eine Hype. Breakpoint. Neuer Modus werden wir auch nachher noch eingehen. Breaking Point, sorry. Breakpoint ist ja ein Game. Und ihr habt das 16. Juli ist die Pre-Order. Und mega gut. So, den Trailer zeige ich euch zum Schluss dann nochmal in voller Länge, ohne mein Geschwafel. Hier haben wir das erste Pick. Hier ein McLaren. Mega sexy und man sieht dann auch schon, wie gut die Grafik dieses Jahr ist. Vielleicht vom Bild jetzt nicht. Working Progress, not final car models. Ja, das sind halt noch nicht ganz fertig, weil sich ja auch in der Wirklichkeit was ändert. Viele coole neue Sachen und auch ein paar Neuheiten, die ein bisschen kleiner sind, aber doch ein bisschen was ausmachen. Dann haben wir hier den Red Bull von Max Verstappen auch von der Seite. Richtig sexy. Dann den Aston Martin von Stroll ist der hier. Und ja, das F1 2021 Logo, Official Video Game. Und hier noch der AlphaTauri, mega cool. Und ja, wir gehen mal ein bisschen auf die Neuheiten ein, die es im heutigen Spiel so gibt. Was gibt's alles neu? Genau, Breaking Point, das war ja auch ein Riesenthema des Trailers. Und zwar geht es da darum, dass man sich wieder von der Formel 2 in die Formel 1 katapultieren muss. Und was das Ganze bedeutet, ist natürlich, man muss sich wieder von ganz unten nach oben arbeiten. Und zwar auf und neben, also auf der Strecke und neben der Strecke. Das heißt, man wird auch, so, das ist so eine Art Story-Modus vom neuen Game. Das bedeutet, man wird dann in der Rolle eines kompletten, das komplette Lifestyle eines Formel 1 Fahrers schlüpfen. Ich bin sehr gespannt. Und ein cooles Comeback von 2019, Devin Butler, wird wieder in die Formel 1 hier reinkommen, nachdem er 2019 schon im Game war. Für alle OGs, die es noch wissen, mega geiles Spiel damals. Wir haben da echt viele Let's Plays gemacht. Und wenn es gut bei euch ankommt, werden wir auf jeden Fall noch viel, viel mehr hier machen. Also abonniert auf jeden Fall gerne den Channel, lasst auch einen Daumen oben da. Schaut auf Instagram, TikTok vorbei. Aber genau, aber die nächsten Woche, haben sie auch geschrieben, wird es noch viel, viel mehr geben. Und das ist schon mal ziemlich cool. Genau. Es gibt eine Zwei-Spieler-Karriere, das bedeutet, man kann jetzt theoretisch zu zweit entweder miteinander oder gegeneinander eine Karriere fahren und das ist schon ziemlich cool, also mit deinen Freunden, ich weiß nicht, er steht nicht, ob es nur offline ist oder nur online ist, aber ich finde das schon ziemlich nice und da denkt man auch wieder in Richtung Back to 2013, 14, auch 12 teilweise, da hast du auch Coup viel machen können, aber eine Karriere hast du nie, ich glaube im 16er hat man mal eine Meisterschaft miteinander fahren können, aber das ist ja keine Karriere, deswegen finde ich das ziemlich cool. Reale Saisonstart
Das ist nämlich ziemlich cool. Ich denke mal, das wird nur eher am Wochenende Teil sein. Das ist genau wie die Formel 1 gerade ist. Und zwar kannst du dich in ein Team reinsetzen und du kannst, genau wie dieses Team an dem Wochenende fährt, an dem einen Rennwochenende, kannst du genauso starten und auch genauso fahren. Das feiere ich extrem. Genau mit der gleichen Ausstellung, wenn wir eine Strafe hat und so weiter. Es ist einfach 1:1 wie die Formel 1. Und das ist halt ein sehr realistischer Modus, wenn du nimmst. Du kannst einfach in das Erlebnis von diesem heutigen Rennwochenende reinhüpfen. Und das feiere ich auch extrem. Und ich kann mir das ziemlich gut vorstellen, dass man das echt gut auch Let's Playen kann. Also, wie steht ihr dazu? Würdet ihr das feiern? Und das wäre echt cool. Wie gesagt, Spielerlebnis gibt es jetzt auch oft, ja, warte mal, ich musste mal nachgucken, auf der Xbox One, auf der PS4, auf dem PC. Und natürlich auch auf der Xbox Series X oder PS5. Also, viele neue Sachen. Ja, genau, bei der Vorbestellung kriegt man ein paar Sachen dazu. Aber das Coole ist, was sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, wenn man sich die teurere Version kauft, dann gibt es ein Icon, also 8 Icon-Packs dazu. Und das war so ein bisschen mein Traum. Da werden wir auch in den nächsten Tagen, wahrscheinlich erst Montag oder so, werde ich ein Video machen, wo ich so ein bisschen meine ganzen Wünsche, jetzt haben wir schon ein bisschen was gehört, aber meine Wünsche und auch meine Verbesserungsvorschläge sind noch viel mehr. Ich habe da auch mindestens 10 Sachen, die sich zum Verbessern lohnen, auch online teilweise. Gibt es da noch echt ein paar Bugs, die man im Formel 1 2021 ausbersten kann. Aber wie gesagt, Online-Packs, da hört sich schon ein bisschen für mich wieder an FIFA und Pack-Opening und so weiter. Ich hoffe, das ist nicht so. Das habe ich nur mich ein bisschen vertan. Wie gesagt, es gibt Icon-Packs, das heißt, es wird dann auch Icons geben. Ich spekuliere das auch schon, ob es vielleicht Senna wird es wahrscheinlich geben, weil er ist auch einer der besten Schuhmacher wahrscheinlich. Welches Rating die haben könnten, das wäre echt cool. Ich werde mich da echt ein bisschen dahinter deichseln, wenn da die nächsten paar Tage wieder hoffentlich oder nächsten Wochen ein paar neue Infos durchsickern oder geleakt oder einfach veröffentlicht werden. Bin ich mega gespannt. Abonniert den Channel, gerne viel mehr Infos, lasst ein Däumchen unten da. Wir haben auch reagiert heute auf ein Video, warum Logos immer simpler werden. Schaut auch gerne vorbei. Mein Ranking kommt wahrscheinlich nächsten Wochen Anfang. Meine Vorschläge, was man alles ändern kann. Und vielleicht baue ich da auch ein bisschen Icon-Karten ein. Man kann ja online ein paar Icons entwerfen. Und da werde ich ein paar entwerfen und werde mir da die Stats angucken. Abonniert den Channel, gerne schaut auf Instagram, TikTok vorbei. Wir sehen uns hoffentlich später zum Reaction-Video oder morgen zu My Team. Bis dahin und ciao. Signing you. Anything for our star driver. Here we go, Ackerman's going for it! Down the inside of the hairpin! Oh, this can't work! It takes a brave man to admit he can't compete anymore. We all feel sorry for you, mate. You never stood a chance with him. You want respect, you give respect. That's how it works.